Es mutet etwas seltsam an, wenn Josef Wehrlberger und Rothirsch Max gemeinsam über die Felder spazieren. Den Tierseher und den jungen Bock verbindet eine unglaubliche Freundschaft. Ein tragischer Unfall hätte das Tier beinahe das Leben gekostet. Josef hat Max wieder aufgepäppelt und ihn mit viel Mühe und Liebe großgezogen. Der Max, der ist bei den ersten Aufstehversuchen an Superagenten über der Felswandacher. Und da ist er auf der Poststraße gelegen. Und da sind am Muttertag ist das gewesen, am 10. Mai. Sind Mountainbiker davon und Leiter gegangen, als hier wieder gewesen ist. Und da ist er auf der Straße gelegen und die haben umgegriffen. Und wenn man ein Wildviech umgreift, nachher ist das, dass das Mutter nicht mehr unnimmt. Und die haben nachher die Polizei angerufen und die Polizei die hat einen Jagdpächter angerufen. Und der Jagdpächter hat ihn geholt. Und weil ich dazu mal einen Rechtssitz gehabt habe, da hat ihm eigentlich der Waldaufseher gesagt, ja, du hast einen Hitzern Sepp, der nimmt den. Ich habe ihm halt mit dem Flaschen aufgezogen. Am Anfang natürlich habe ich alle zwei Stunden die Nacht aufstehen müssen, Flaschen gegeben. Nachher, nach drei, vier Wochen, und ich habe vier Stunden ausgebaut und jetzt kriegt er halt noch einen Tag zweimal Milch. Täglich spazieren die beiden durch Wälder und Wiesen. Und auch wenn Max gerne die Gegend erkundet, lange weicht er nicht von Josefs Seite. Schon bald werden sich die Wege der beiden aber trennen müssen. Max soll in ein privates Wildgehege im Bayerischen Wald übersiedeln. Denn auch ein junger Bock wird irgendwann erwachsen. Und wenn er größer wird, nachher tut er kämpfen und wenn er halt einmal mit den Händen an eine stehst oder mit den Leif, nachher bist du halt dafür verantwortlich und das kann man nicht die Verantwortung übernehmen. Und er gehört auch durch den Wald. In seinem neuen Zuhause soll Max für viele Nachkommen sorgen. Das 5000 Hektar große Gehege wird allerdings auch bejagt. Josef sieht das pragmatisch. Ein bisschen wehmütig bin ich schon, aber das hilft nichts. Das ist die Natur und das ist das Leben. Ich meine, gern dort ist das auch, das ist wertvolles Fleisch. Und früher oder später wärst du da geschossen. Aber die brauchen dann so Zucht. Und da hat er eigentlich für die nächsten 10 Jahre oder was hat er bestimmt noch zu leben. Nach 7 intensiven Monaten werden sich nun also die Wege der beiden trennen. Ihre ungewöhnliche Freundschaft wird die beiden aber immer verbinden.